Ansonsten kommst halt nur Geld an über Handel. Oh, ich habe Money bekommen. Jo. Was kostet denn ein so ein Feld eigentlich? Achso, das kostet gar nichts. Achso, bestücken kann ich so immer. Ja. Oh. Ah. Dann mache ich doch das auch nochmal. Was ist denn das da? Ich glaube, ich muss meine Straßen updaten. Ich habe einen Leichenstau. Echt, ich habe gleich die großen gebaut. Ich auch, einmal quer durch, aber halt im Wohngebiet ist mega Stau gerade. Ich habe ringsrum groß, aber geht schon alle. Das ist so geil, Alter, pass auf. Ich hab ja meine Stadt Entenhausen benannt. Lol. Oberbürgermeister Blumagic. Omega und Co. sucht immer nach Wegen und Möglichkeiten zur Expansion. Und Entenhausen sieht aus wie die perfekte Stadt für den Omega-Verkauf. Die Industrie kann es gar nicht erwarten, das Omega in die Hände zu bekommen. Bauen sie mir eine Fabrik, die massenweise davon zu produzieren. Wenn wir die Fabrik genügend liefern, können wir die Fache, bla bla bla. Franchise-Gebühren abknöpfen. Die Omega. Was? Die Omega. Ach, Omega. Omegagen. Also. What the fuck? Was ist das für ein Wort? Omega Genese. What the hell? Was ist denn die Omega-Genese? Ich drück mal auf, ja, mach ich. 36.000. Stellen Sie eine Omega-Co-Fabrik auf. Schau mal, was ist das? Das ist doch von dieser neuen Städte-Kack. Ja, genau, so kannst du ja welche Zusätze freischalten damit. Alles, wo ist alles denn? Auf der zweiten Seite musst du machen. Welcher zweiten Seite? Ach, Spezialisierung. Ganz unten, ganz rechts ist das Ding. Ah! Omega-Co, ah. Kostet 30.000 und ich hab's angenommen. Und weißt du, das Geile ist, du kriegst als Belohnung 36.000. Wichser. Das heißt, ich krieg 6.000 plus und dann wollen die hier, stellen sie bla auf, stellen sie Rohöl und Roherz bereit, um die Omega-Herstellung zu beginnen. Okay, alles klar, dann Roherz hab ich nicht. Roherz werde ich importieren müssen und das ist dann viel zu viel. Das kostet mich doch dein Geld. Kohle haben wir? Haben wir Roherz? Ne, Roherz haben wir nicht. Kohle. Erzkarte? Ja. Ach, ne, ich hab das. Ja gut, bringt mir nichts. Außer du tust es rüber zu mir schenken. Aber das ist dann Schwachsinn, da verdienst du nichts mit. Weil mit Eisenerz und kannst du Legierung machen und mit Legierung kannst du richtig Kohle machen. Wie aus der Sicht aus eigentlich? So, was kostet denn Kohlebergwerk. Ein... Ja, hast denn du schon 1000 Einwohner? Ich habe ein großes Wohngebiet. Mensch. Was hat denn Stefan? 474. Achso, kannst du bei der Geländeübersicht sehen, oder was? Ja, aber das, ob das ja schon so stimmt, weiß ich nicht. Hast du jetzt mittlerweile mehr oder hast du noch 474? Was? 474? Einwohner. Ich habe viel mehr. Ja, das ist noch nicht synchronisiert. Also bei Stefan sehe ich jetzt wissen, was er gebaut hat. Bei dir immer noch nicht, Blumen? Bei mir steht noch, dass du 102 Einwohner hast. Bei Stefan hat man mit 384. Lol. Ich glaube, ich darf nicht erzählen, wie viele Einwohner ich habe. Wieso, wie viel hast du denn schon? 7000. What? Junge, was hast du gemacht? Ich habe Häuser gebaut. Jetzt aber, kannst du andere Häuser bauen wie ich? Nein. Ich sag doch, der ist mega gut in dem Spiel. Er hat bestimmt auch gut Parks angelegt und so, ne? Einen einzigen. Was für Straßen hast du verwendet? Die ganz kleinen Ministraßen. Ich muss gerade umrüsten. Ja, wenn du die ganz kleinen machst, die kosten ja fast gar nichts. Da kannst du echt extrem viel machen. Das kann ich mir das erklären. Ich habe ja zum Beispiel hier Anzahl an Spuren 6. Ich hab gesagt, ich habe hier überall Stau. Ich habe ja auch hier... Anspuren. Welche habe ich genommen? Habe ich die? Die Müllhalde in Pionierland nimmt Entenhausen einen Teil des Mülls ab. Wer von euch hat denn eine Müllhalde? Du, Stefan? Ja. Das finde ich gut. Du kriegst meine ganze Rauchvergiftung zu dir rüber.
Ja, ich seh's. Ich kann nichts anders machen. Ist ja nicht schlimm. Okay, wenn ich meine ganze, wenn ich später dieses ganze andere Zeug habe, dann brauche ich ja dieses Zukunftszeug haben. Dann haben wir den ganzen Rauch nicht mehr. Ich weiß nicht, so weit war ich noch nie. Kenn ich mich nicht mit aus. Ich hätte gerne endlich mal Geld, um eine Ölquelle zu bauen und ein Handelsdepot, damit ich Geld verdiene. Aber ich werde jetzt, glaube ich, auch die Straßen mit hoher Dichte nehmen, damit ich mehr Einwohner krieg. Also zu wenig Geld. Naja, okay, gut, alles klar. Hast du schon 3 Kredite aufgenommen, Stefan? 2. Wie immer. 2 habe ich laufen. Wie immer. Habe ich letztes Mal auch gehabt. Ja, ich weiß, deswegen sag ich schon wie immer. Ei muss man, glaube ich, mal abmachen, umbauen, sonst geht das gar nicht, glaube ich. Ja, ich glaube auch, einen Kredit braucht man immer, mindestens. So, sorry, ich bin wieder da. Eben telefoniert. Ja, kein Ding. Aber sein entspanntes Spiel ist auch mal ganz angenehm. Was seht ihr? Ich finde, das neue Windkraftwerk, was steht da? Steht der Stadt gut zu Gesicht. Na, das ist ja sehr schön für dich. Das reicht nur irgendwann nicht mehr aus an Strom. Mein Loch ist grün. Alles grün hier, alles im grünen Bereich. Abwasser, Straße, Strom. Achso, jetzt wollte ich ja eigentlich hier, aber nicht. Ah ja. Ah, ich mach schon plus 900 Geld, geil. Ja gut. Gut, dann ist... Ne, ich hatte gerade 2000, aber ich muss einen Kredit aufnehmen. Ich hab ja schon mal einen weg. Gut, ja gut, ja gut. Denn ich brauche langsam. Was ist da? Die Stadt kann sich nicht unendlich ausbreiten, bauen wir... In die Höhe, wir brauchen einen Megaturm. Boah, mir fehlen 200, jetzt nicht mehr, Alter. Ich weiß nicht, ich hatte Megaturm kannst du noch nicht bauen. Das ist später für Zukunft, das kannst du dann Megatürme. Was will er denn jetzt damit schon? Habt ihr rechts irgendwie so von dieser Sprechblase, die immer sagt, so, wir bauen sie zu oder sowas? Habt ihr auch nicht, oder? Ich glaube, ich habe Tipps aus. So, was kostet denn ein Handelsdepot? 10.000. Ja gut, ich habe so viel plus. What? Ich kann schon einen Kredit von 50.000 aufnehmen. Du musst ein Handelsdepot eigentlich bauen, damit die Leute die Industrie auch Sachen verkaufen können, ne? Ja. Also, dass die expandieren können und halt du genau, auch dein Öl zum Beispiel, was ich ja jetzt mache. Money, money, money. Ein Rohöllager, dann noch ein Transport. Alles klar, hier kommt genug Wasser aus der Leitung. Happy Birthday.
Ich habe hier irgendwie, gibt's da immer 1, 2 und 3 jetzt bei den Gebäuden, ne? Für die Flächen. Ja, das eine ist Wohngebietstool, das andere, ja, kannst du. Du musst dann deine Ausweisung rückgängig machen. Und dann kannst du eine neue drüber machen. Aber du musst die Häuser alle abreißen. Ja, ich habe noch eine leere Fläche. Wie kann ich jetzt sagen, dass ich zum Beispiel, gibt auch diese einstufige oder zweistufige oder dreistufige Häuser zum Beispiel. Ach so, du meinst die Einkommensschichten. Ja. Die kannst du nur verbessern, indem du Parks anlegst, dass dein Grundstückspreis, der muss hoch sein. Da kannst du auf dein Datenblatt gehen und dann hast du eine Grundstückspreiskarte von oben halt zweite Reihe, ganz rechts das zweite, neben Technologiekarte. Grundstückspreiskarte, und, ja, genau. Habe ich. Und da siehst du es, da siehst du ja deine Karte. Rot ist in Ordnung für untere EKS. EKS ist meistens halt für Industrie. Und da siehst du ja, umso grüner es ist, umso höher, umso größer werden auch Häuser gebaut. Sprich, Villen oder Hochhäuser oder Apartments und so weiter. Und das und machen so die automatisch oder muss ich da irgendwie upgraden? Irgendwas? Nee, das machen die automatisch, die Sims. Okay, weil ich jetzt, ich habe halt hier die Nachfrage, ne, dass die hier Wohngebiet an mittleren Einkommensschicht, grünen Bedarf an Häusern, dunkelgrünen Bedarf der Region an Häusern. Dann baut doch höher, wenn ihr wollt. Hä? Ja, du brauchst Parks dafür, dass deine Grundstückspreise, die größeren Gebäude brauchen höhere Grundstückspreise. Parks, da ist ein Park. Was ich voll schwachsinnig finde, weil ich würde mich freuen, weißt du, wenn ich ein Haus besitzen würde und die Grundstückspreise extremst niedrig wären. Stefan, was hast du gebaut? Ich kann mein Bürgermeisterhaus upgraden. Noch gar nichts. Ja, nur Upgrade, also jetzt kann ich es auch machen, glaube ich, oder? Nee, ich habe nur Upgrade habe ich gemacht, aber noch nichts gebaut, konnte ich noch nicht. Okay, ich baue die Finanzabteilung, ja? Kannst du schon bauen, das 50.000 Einwohner? Finanzabteilung, Alter, ich hab 5000 Einwohner. Ja, da kannst du auch nichts upgraden. Ja, klar. Ich kann's nicht, ich konnte es nicht. Du musst unten auf die Leiste und dann kannst du auf Upgrade drücken. Achso, hab ich vergessen. Und ich sag, da ist der Oberprofi in dem Spiel. Und wenn du dann upgegradet hast, kannst du doppelklicken. Was hast du denn? Oh, da ging mein Mikrofon. Ich mach Versorgungsabteilung. Okay, dann Beraterschild kann ich hinsetzen. Steffen, was machst du? Finanz. Ich mach die Finanzabteilung. Tom, hast du schon 5000 Einwohner? Nein, 450. Also dann kannst du noch lange nicht upgraden. Da wird dann in deinem Datenblatt, also in deiner Stadtansicht unten, da blinkt dann das Rathaus, dann kannst du da draufklicken und dann kannst du unten drunter auf Upgrade klicken. Oder wenn du es anklickst sogar und dann kannst du. Hast du gerade den Bauübersicht von dieser Kackstadt-Ding da hier, Rathaus? Die, ja. Bauübersicht. Und guck, Stefan hat jetzt zum Beispiel die Versorgungsabteilung gebaut und ich die Finanzabteilung. Da oben ist es bei Ihnen jetzt. Ach, da ist die Versorgung. Ach, da. 15.000. What? Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel deine 5.000 Einwohner hast und du die upgraden kannst, dann brauchst du keine Versorgungs- oder Finanzabteilung bauen. Dann kannst du zum Beispiel Bildungsabteilung bauen oder Tourismusabteilung. Verkehrsabteilung. Oder Verkehrsabteilung. Das zählt alles für die gesamte Region. Das heißt, wir müssen nicht alle hier jetzt dasselbe Scheiß bauen. Weil wir profitieren ja alle da davon. Wirst du gleich sehen. Du wirst gleich höhere Kredite aufnehmen können. Weil ich die Finanzabteilung gebaut habe. Warum ging eigentlich mein Headset aus? Kann es sein, dass es geladen ist? Ja, na klar, deswegen ging es wohl aus. Geiler Schutz, anstatt da ein Piepston kommt, dein Headset ist voll. Achso, und es gibt auch Naturkatastrophen, ne? Oh, was? Ja, die kommen automatisch irgendwann. Achso, und es gibt auch Naturkatastrophen, ne? Was? Ja, die kommen automatisch irgendwann. Also wenn Sharon anfängt zu schreien, ist schon mal die erste bei ihm.
Wie beim letzten Mal, Alter. Da war auch irgendwas Aliens oder so. Mhm. Die Oma wurde entführt. Ja, aber das ist noch lange nicht so schlimm, Aliens. Stell dir mal vor, da kommt so ein Godzilla oder ein Meteorit. So. So, jetzt kann ich ja die ganzen Sachen statt der Zukunft nutzen, wenn ihr die auch habt. Ja, kannst du. Du kannst jetzt zum Beispiel dank der Finanzabteilung deine Steuern erhöhen. Also du konntest vorher auch, aber du kannst sie jetzt in allen Bereichen erhöhen. Ach, gibt's da verschiedene Bereiche? Ja, also unterste Einkommensschicht, mittlere und obere Einkommensschicht. Verstehe. Und das zählt jeweils für Einwohner, Industrie und Gewerbegebiet. Siehst ja die Übersicht da. Ja. Und du siehst da was, wo du Ausgaben hast. Verwaltung, Spezialisierung. Genau, das habe ich mir gerade so ein How-To bekommen über Finanz. Ah, okay. Okay, Industrie ist immer instant voll, Alter, wenn ich irgendwas Industrie mache. Akademische Attraktion. Was ist denn eine akademische Attraktion, Alter? Sorgen Sie dafür, dass sich 5 Häuser der oberen Einkommensschicht entwickeln. Noch 5. Sorgen Sie dafür, dass die Stadt über 10.000, über 10 Arbeiter der oberen Einkommensschicht haben. Tipp, stellen Sie mehrere Parks der oberen Einkommensschicht auf, um Grundstückspreise der oberen Einkommensschicht zu erhöhen. Ja gut. Wie lange habe ich denn Zeit, wenn ich jetzt sage, ich kann jetzt, wenn ich diesen Omega-Dings da... Solange wie du die Quest da lässt. Du kannst sie auch wegklicken. Die kommt immer wieder irgendwann. Weil ich kann ja jetzt noch keinen, Omega bauen, ne? Ja, dann entweder du lässt sie da und wartest, bis du sie kannst, oder du brichst sie ab, weil du kannst immer nur 3 annehmen. Okay. Park. Weißt du was? Ich reiß meinen kleinen Wix-Park da ab, Alter. So, und stell mal hier so einen komischen Millennium-Hof auf. Meistens, wenn du schon einen Park aufbaust, dann, wenn die Einkommenspreise schon hoch genug sind, die Grundstückspreise, siehst schon, wie sich sofort die Häuser verändern. Oh, ich hab Money bekommen. Wo weg mal hier gleich weiter? 25.000, komm, ich bezahl mal den einen Kredit von 20.000 zurück, Alter. Und du hast auch die Transaktionen des Monats. Hast ja bestimmt gesehen, deine Verkäufe. Am schlauesten ist, was hast du? Hast du Kohle oder Eisenerz? Beides habe ich, glaube ich. Okay, dann solltest du zusehen, dass du das bald abbauen kannst. Ja. Und dann über ein Handelsdepot verchecken kannst. Also ich kann auch mal gucken, was ist das jetzt hier unten? Habe ich Kohle, habe ich. Was anderes, Erzkarte. Habe ich auch. Weil wir haben damals festgestellt, wenn du zum Beispiel Einnahmen hast, die über 100.000 sind, dann kann deine Stadt auch ruhig Minus machen von 4.000, 5.000 die Stunde, weil du gleichst es immer wieder aus, dadurch durch den Handel, ne? Durch den Handel, genau. Erzbergwerk, Kohlebergwerk. Das ist halt zu teuer, ey. Kann ich noch nicht kaufen. Alter, Stefan hat bestimmt schon 20.000 Einwohner, Alter. Nein, 6.000. Was er labert, ich kenne die Übersicht, Alter, da steht 7.000. Bei mir auch, ja. 6.200 habe ich gerade. Ich brauche mal die Hose, werde abgedatet. Du hast jetzt einfach die, Grundstückspreise erhöht. Ich habe 6.000 Einwohner noch. Ich habe alles für ihn stehen. Ist ja nicht, Alter.